Beitragsschock für Millionen Arbeitnehmer und Rentner. Krankenkassen erhöhen zum 1. August 2028 wieder den Zusatzbeitrag. KKH macht es zum zweiten Mal im Jahr 2024. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, was soll ich Ihnen sagen? Die Bild-Zeitung tituliert es mit Beitragsschock für Millionen. Ich sage nicht nur Beitragsschock, sondern Beitragsabzocke auf Kosten von Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und Rentnern, aber auch von Unternehmen, die das ja mitbezahlen müssen, aber auch zu Lasten der deutschen Rentenversicherung, die ja auch einen Teil des Zusatzbeitrages mitbezahlen muss. Ja, meine Damen und Herren, was ist passiert? Ganz einfach. Seit 1. Januar 2024 sind die Krankenkassenzusatzbeiträge in Deutschland zum Teil drastisch angestiegen. Davon hatten wir ja schon berichtet und das hat sich auch sofort im April 2024 dann bei den betroffenen Rentnerinnen und Rentnern und bei den Arbeitnehmern in der Lohntüte und in der Nettorente bemerkbar gemacht. Die ist nämlich nach unten gegangen. Und jetzt werden Sie es nicht glauben, im Juni 2024 haben auch Krankenkassen angehoben. Die KKH hat im Januar auch schon seinen Preis angehoben für den Zusatzbeitrag. Und jetzt, die haben da schon mit die höchsten Beiträge gehabt. Und zwar hat zu Jahresbeginn ist der Zusatzbeitrag auf knapp 2% hochgegangen bei der KKH. Und jetzt werden Sie es nicht glauben, die KKH erhöht zum 1. August 2024, also das zweite Mal im Jahr 2024, ihren Zusatzbeitrag auf den Rekordwert von 3,28%. KKH-Mitglieder und Arbeitgeber müssen nun sage und schreibe 17,88% vom Bruttoverdienst an die Krankenkasse abführen. Das ist, meine Damen und Herren, Beitragsabzocke vom Feinsten. Wir leisten uns in Deutschland einen Irrsinn und die Preisschraube geht immer mehr nach oben. Im Juli 2024, also bevor jetzt die Preisschraube im August wieder gedreht wird, waren 8 Krankenkassen dabei und haben den Preis nach oben gedreht. Und jetzt im Juli, jetzt im August, zum 1. August 2024 geht es wieder nach oben. Die KKH ist mit dabei, die IKK Classic ist mit dabei, die erhöhen ab August dann auf über 2% Krankenkassenbeitrag. Das heißt also, meine Damen und Herren, die Beitragsspirale, die Beitragsabzocke, meine Damen und Herren, geht in Deutschland munter weiter. Und unser zuständiger Bundesminister für Gesundheit, Herr Lauterbach, guckt einfach nur noch zu. Er kann dort nichts mehr machen. Er könnte natürlich dagegen einschreiten. Aber, meine Damen und Herren, das würde bedeuten, dass das gesetzliche Gesundheitsversicherungssystem endlich umfassend reformiert werden müsste. Dann würde so etwas nämlich nicht mehr passieren. Wir brauchen dringendst aufgrund auch der demografischen Entwicklung eine Bürgerversicherung in der gesetzlichen Krankenkasse, wo alle Menschen einzahlen, auch Selbstständige, auch Beamte, auch Politiker, eigentlich alle einzahlen, meine Damen und Herren. Und wir brauchen keine 100 gesetzlichen Krankenkassen, da reichen 4 in Deutschland aus, Nord, Süd, West, Ost. Ja, das würde völlig ausreichen oder vielleicht sogar nur 2 gesetzliche Krankenkassen, Nord und Süd und dann ist Feierabend. Und dann könnten wir natürlich auch das teure, über Steuermittel finanzierte Beihilfesystem der Beamtinnen und Beamten und pensionierten Beamten auch beenden. Nämlich dort gibt es eine unerklärbare Bevorzugung in den Beiträgen für Beamte, die kein Mensch mehr nachvollziehen kann. Ja, also Beamte zum Beispiel zahlen, wenn überhaupt nur 50% ihres Beitrages für eine private Krankenversicherung. Den Rest sind sie kostenfrei. Kostenfrei, meine Damen und Herren. Wo gibt es sowas für gesetzlich Versicherte in der Beihilfe versichert? Und das muss aufhören, meine Damen und Herren. Und dann haben wir solche Zustände nicht mehr, dass die Krankenkassen jedes Jahr
die Beiträge erhöhen und ich verspreche Ihnen eins, 2025 geht es auch nochmal nach oben. Das kündigt nämlich schon der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung an. Der prognostiziert für 2025 ein Finanzloch in der Größenordnung, dass voraussichtlich ein Mehrbedarf an Zusatzbeitrag von 0,5 bis 0,6 Prozentpunkten bestehen. Meine Damen und Herren, die Vorhersage von Karl Lauterbach, dass es für 2024 nicht so schlimm kommen wird, ist contra legem, ich kann es schon sagen, oder ist praktisch widerlegt. Mit diesen Beitragserhöhungen im August 2024 werden 4 Krankenkassen die Beiträge nochmals erhöhen, darunter auch die KKH mit dem Spitzenwert 3,28% Zusatzbeitrag. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zu diesem Thema Beitragssatzerhöhung. Viele Rentnerinnen und Rentner werden sich nicht freuen, denn ihre Nettorenten werden dann nämlich sinken. Sie werden dann, wenn sie betroffen sind, wenn sie bei der KKH zum Beispiel versichert sind, werden sie dann ab August oder etwas zeitlich später einen neuen Rentenbescheid bekommen und dann wird ihre Nettorente leider sinken. Nettorente meint Auszahlbetrag. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.